Hallo und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Wir machen uns wieder auf den Weg zu unserer neuen Bande, zu unserer neuen kleinen Freundschaftsgruppe. Und da schwingen wir uns mal auf den nassen Sattel von Pebbles, Peschek, Moin, Theresa. Schick, Wahnsinn. Diese seit 59 Folgen, naja, vielleicht seit 58. An diesem Ding da irgendwie rumstickt oder bastelt, was weiß ich, was die da macht. So, wir müssen hier oben in den Norden. Die waren doch gleich. Halt. Moment. Da oben ist es doch, genau. Da. Da müssen wir hin. So, ich hoffe, wir verpassen das nächste Turnier nicht, wenn wir jetzt mit denen unterwegs sind. Weil ich mir vorstellen könnte, dass es in der Quest immer mal Sachen gibt, wo wir vielleicht nicht unbedingt dann schnell weg können oder so. Aber das werden wir ja sehen. Ein paar Tage dürfen es noch sein bis zum nächsten Turnier. Ja, Schweinchen, guten Morgen. Tja, unter der letzten Folge gab es so ein paar, ich nenne es mal Hinweise, die ich aber selber schon oft genug erklärt habe, warum ich sowas nicht mache. Da wurde zweimal versucht von irgendwelchen Leuten, von denen ich auch noch nie irgendwelche anderen Kommentare bei mir gelesen habe, klug zu scheißen. Dass ich doch alles, was ich habe, auch hätte bei allen anderen Händlern verkaufen können und bla bla bla, Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Und ja, dachte ich mir, nee, stimmt halt nicht. Ja, geht theoretisch, aber ich würde ja viel, viel weniger Geld dafür bekommen. Genau aus dem Grund habe ich das auch nicht bei anderen Händlern verkauft. Habe ich ganz am Anfang mal gemacht, bis ich darauf hingewiesen wurde, dass das nicht so klug ist und seitdem mache ich das auch nicht mehr. Als ob ich nach 100 Spielstunden nicht weiß, dass ich den Scheiß auch woanders verkaufen könnte. Also bitte, bitte davon absehen, irgendwelche trolligen Klugscheißer-Kommentare zu verfassen. Den Mist lösche ich sofort. Und wenn mir einer damit zwei, dreimal auf den Sack geht innerhalb von wenigen Tagen, weil er denkt, er muss von oben herab irgendeinen Blödsinn in die Kommentare schreiben, dann banne ich denjenigen. Dann muss ich den Mist nämlich nie wieder lesen. Den Scheiß gebe ich mir einfach nicht. Wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, 99% von euch machen das nicht, die sind ganz lieb, schreiben normale Kommentare, gern auch Tipps, ist kein Problem, aber es kommt immer darauf an, wie sind die Tipps verfasst oder die Kommentare, wenn da einer meint, von oben herab irgendeinen Blödsinn schreiben zu müssen, weil er sich als was Besseres hält oder keine Ahnung, was auch immer, da schief läuft in dessen Leben, dann gebe ich mir den Mist nicht mehr auf Dauer. Das ist dann ganz, ganz schnell vorbei hier auf dem Kanal. Aber wie gesagt, die allermeisten, das sind immer nur so ein, zwei Leute, die ich da in der Woche mal habe, die immer wieder so irgendeinen Scheiß schreiben müssen. Ich weiß nicht, was da los ist. So, begibt sich zum Lager von Herrn Kuno. Gut, dann haben wir auch das hinter uns gebracht. Wer will mit uns reden? Ja, auf unsere zweite Patrouille. Machen wir, machen wir. Einer von euch. Willst du mit mir reden? Stepan? Geht's wieder um den Würfel? Na, wie läuft's, Stepan? Ah, Heinrich, mit dir wollte ich ohnehin reden. Du hast Baumler den Ring abgeknöpft und ihn dem Stein gegeben? Vielleicht? Sparen wir uns das Theater. Du könntest mir auch helfen. Ich finde, der Stein hatte den Ring jetzt lange genug. Verstehst du? Ich verstehe, aber... Ich helfe dir. Ich wüsste sonst eh nicht, was ich tun soll. Ich will dem Stein in der Nacht den Ring abknöpfen. Aber er schläft immer nur mit einem Auge. Dem muss man mal zu tiefem Schlaf verhelfen. Und irgendetwas sagt mir, dass du jemand bist, der sich um die Sache kümmern könnte. Mhm. Sicher, ich bring dir einen Schlaftrunk. Sehr gut. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Und falls du in den Besitz des Ringes gelangst, umso besser. Okay. Einen Schlaftrunk. Ach Gott. Haben wir denn einen Schlaftrunk irgendwo? Also wir nicht. Pebbles hat auch keinen dabei. Ist es eilig, Stepan, mit dem Schlaftrunk? Weil sonst würde ich... Oh Gott. Naja, wir könnten ja mal zum...
Wie spät ist es überhaupt? Ich habe gerade wieder. Ich vergesse immer, wenn ich hier in dem Menü bin, da oben, 11.30 Uhr ungefähr, nachzuschauen, wie spät das eigentlich ist. Wir könnten ja einen Schlaftrunk vielleicht beim Alchemisten besorgen in Ratai. Da reiten wir nochmal schnell zurück und gucken mal, ob der einen hat. Ist ja Gott sei Dank nicht so weit weg. Warte mal, hier lang oder? Ich weiß aber nicht genau. Ja, nee, doch, war hier. Mist. Ja. Wo ist die Brücke hier vorne? Lang wie. Hey! Hey! Ja! Tja, dem Kuno, den müssen wir ja noch erzählen. Er weiß ja noch nicht, was Ratzig uns mitgeteilt hat. Ratzig meinte ja, wir sollen uns anstelle seiner uns um den Hagen kümmern, der ja eigentlich eine Rechnung mit Ratzig noch hat. Und wir ja damit eigentlich nicht so viel zu tun haben, aber das soll unser nächster Widersacher werden. Und da bin ich mal gespannt, wenn wir dem gegenüberstehen. Ob wir das diplomatisch lösen können, so wie bisher eigentlich alles, was der Heinrich gemacht hat. Außer die meisten Male, als er Schwert und Schild ausgepackt hat. Oder ob wir direkt im Duell gegen ihn dann antreten müssen oder ob da so eine richtige Schlacht kommt. So. Gucken wir mal, ob der hier einen Schlaftrunk hat. Vielleicht ist es auch irgendwas, was ich selber bauen muss, also zusammen. Wie läuft's? Alchemieren muss? Bitte wohl. Schlaftrunk. Der will nur ein, oder? Okay. Herzlichen Dank, Herr Apotheker. So, also wunderbar, dann haben wir ja den schon mal. Können wir dem Stepa direkt in einen Schlaftrunk bringen? Also ich bestehle den Stein nicht, wenn er da schläft. Das soll er schön selber machen. Das geht mich nichts an. Ja. Wobei, warte mal, was stand da jetzt optional? Also ich finde das mit dem Einblenden. Achso, oder schnappt ihr den Ring, genau. Ja. Das geht mir manchmal zu schnell. Das ist irgendwie ist das komisch für mich, weil die Tipps oder was heißt die Tipps oder die Updates der Quests, die stehen zwar in der Mitte des Bildschirms, aber ein bisschen oberhalb. Aber ich gucke da trotzdem oft einfach nicht so hin. Ich weiß nicht. Ich hätte es vielleicht lieber an einer anderen Position. Oder dass es irgendwie am linken oder am rechten Rand für vielleicht mal 10 Sekunden angezeigt wird und nicht immer bloß für 3 oder so. Und bis ich mitbekomme, dass da oben was steht, ist die Hälfte der paar Sekunden schon rum und dann ist wieder vorbei und dann habe ich es wieder nicht ganz gelesen. Naja. Jetzt eher so eine subjektive Sache. So, einmal hier lang. Ja, bin gerade einmal zu früh hier abgebogen, deswegen mussten wir durch die Scheune. Das hatte mich kurz verwirrt, wo wir denn sind. Aber das ist ja nun wirklich. War das schon hier, ja, oder? Glaube ich, egal. Ich hätte auch. Ach ne, hier war es nicht egal. Dann reiten wir hier querfeld ein. Schatzkarten haben wir ja auch noch, fällt mir ein. Wir hatten aber schon 2-3 Schätze gefunden. So. So, Stepan, wo bist du denn? Das mit dem Ring machst du mal bitte selber. Den Schlaftrunk gebe ich dir. Ah, da hinten sitzt er. Na komm, Pebbles. Pack dich mal drüben zu den anderen Pferden mit hin. Aber schon ein lustiger Trupp hier. Bin gespannt, was die zweite Patrouille bringt. Aber erstmal müssen wir eh gleich mit Kuno reden. Mit dem Chef der Bande. Und dem mitteilen, was Ratzig von uns will. So, Stepan.
Hier ist das Ding. Ich habe den Trank für dich. Lediglich ein paar Tropfen und der Stein schläft wie ein Säugling. Das wird was. Säuglinge scheißen nämlich alles voll und schreien, wenn sie aufhören. Ich dachte, er sagt jetzt, der Stein schläft dann wie ein Stein. 100 Groschen. Guck mal, wir haben gerade mal die Hälfte für den Trank bezahlt. Gut, dann. Genau, mal sehen, wer den Ring als nächstes will. Wo ist er denn? Hier. Nee, Quatsch. Hey, Kuno. Ich setz mich mal, wa? Darf ich da mal aus dem Schälchen was essen? Krieg ich mal einen Löffel voll? Achso, ich kann ihm jetzt gar nicht so richtig mitteilen. Aber vielleicht erzählt er ihm das gleich. Weil eigentlich sollten wir ihm von Ratzig was ausrichten. Ich war bei Herrn Ratzig. Ah ja. Und, wie hat er reagiert? Gefreut hat er sich nicht über die Neuigkeiten. Kann ich mir gut vorstellen. Ich würde mein Lehen auch nur ungern plündern lassen, wenn ich eines hätte. Wir sollten weiterhin die Gegend patrouillieren. Mehr können wir nicht tun. Macht durchaus Sinn. Hagen wird uns gewiss keinen Besuch abstatten, daher müssen wir zu ihm. Wir sollten uns den großen Wald im Norden vorknöpfen und dann nach Uschitze reiten. Sicher. Also aufsitzen und los! Ungeladene Gäste heißt die Quest. Ach ja, Mist, wir reiten ja wieder einen Großteil schon zusammen. Also per Schnellreise. Aber die Zeit vergeht nicht, oder? So wie es aussieht? Nee. Thalenberg, hallo. Uschitze, oh Mann. Hier war jetzt noch Nebel auf der Karte. Also Wolken. Waren wir hier oben noch gar nicht? Oh. Bitte, können wir Halt machen? Mir tut der Arsch weh und ich könnte einen ganzen Burggraben leersaufen. Ich auch. Was meinst du, Anführer? Keine Sorge. Wir sind fast in Uschitze. Wir bleiben die Nacht. Der Pfaffe dort soll ein komischer Kauz sein. Der verträgt mehr als der Teufel selbst. Das ist nicht ungewöhnlich. Alle Geistlichen sind Suffköpfe. Lustmolche. Oder beides. Ruhe. Hört. Ihre Fackel brennt wenigstens anständig. Unsere eher weniger. Geben zwar Licht von sich, aber... Ach, sie hat eine Laterne. Bitte, bitte Herr, hilf mir. Ruhig, gute Frau, hab keine Angst. Herr Ratzig schickt uns. Also in gewisser Weise. Was ist geschehen? Diese Schurken kamen. Unsere Männer flohen, ließen uns zurück. Diese Schurken begannen zu plündern, zu wüten und zu trinken, was immer sie fanden. Ich lief weg, aber die anderen Frauen... Du musst sie retten. Ich flehe dich an. Ganz ruhig. Sie trinken, sagst du? Ja, Herr. Sie rollten die Fässer in den Hof und trinken nun wie Schweine aus einem Trog. Tja, wie sagte unser alter Koch immer... Wer gutes Gulasch machen will, muss das Fleisch in Bier einlegen. Dann wird es weich. Ah, wir lassen sie saufen und schlachten sie dann ab. Sehr gute Idee. Aber was ist mit den Frauen? Diese Männer, sie werden... Ah, die Weiber werden sicher nichts erleben, was sie nicht schon kennen. Außer die sind Nonnen. Sah schon bedrohlich aus, wie der Heinrich da an seiner schwarzen Rüstung. Wenn wir zögern, müssen es die Frauen ausbaden. Ich weiß deinen Rat zu schätzen, Heinrich. Aber Vorsicht ist gesünder als ritterlicher Heldenmut. Nee, das stimmt nicht. Ritterlicher Heldenmut, ich muss mich beeilen. Du grabst deinen Hut, das Leben zu beschützen.
Du hast Herrn Ratzig versprochen, sein Lehen zu beschützen. Und somit auch seine Untertanen. Ach was, ist ja nicht so, dass ihr Leben auf dem Spiel steht. Hagens Männer wollen sich nur vergnügen. Nur vergnügen? Das kann nicht dein Ernst sein. Du weißt ganz genau, Kuno, wie das für Frauen endet, wenn solche Tiere sich nur vergnügen wollen. Ich werde nicht tatenlos zusehen, selbst wenn das bedeutet, dass ich auf eigene Faust versuchen muss, die Frauen irgendwie zu retten. Also schön. Besonders klug ist das zwar nicht, aber wenn du unbedingt willst, zeigen wir es diesen Hundsfötten. Gut. Danke. Hundsfötten? So, dann wollen wir mal die Weiber aus Hagens Fängen retten. Wohl an! Nehme ich mal meine Fackel lieber, hä? Ihr habt ja keine. Hey. Ihr könnt ja schon mal vorrennen, ich komme dann gleich nach. So, na, die müssen wir schon retten, das gibt's doch nicht. Seit heute Nacht ist mein rechter Arm steif. Die Seite braucht Deckung. Das muss aus dem Handgelenk kommen. Und immer erst den Panzerhandschuh ausziehen, sonst verletzt du dich dabei. Aber ist doch löblich, dass Baumler vor der Schlacht seinen Helm poliert. Oh Gott. Danke für eure gut gemeinten Ratschläge. Ich behalte die Seite im Auge. Hab Dank, Jacke. Also ohne Fackel wäre es ganz schön dunkel. Naja, es geht, es gleicht sich dann so ein bisschen an, aber... Ich muss gleich auf ein Schild wechseln. Bevor wir dort sind. Scheiße. Was ist, Bruder? Hast du dich verschluckt? Oh Mann, was doch. Henker! Ein Zeichen Gottes, Ben. Der Herrgott will damit sagen, dass wir... Nur mal kurz schauen, wie weit... Ach ja. Tatsächlich ja, hier nördlich von Uschütze war nur noch gar nicht. Sind bestimmt auch noch die ein oder anderen Lager. Also ich nehme jetzt schon mal unseren Schild in die Hand. Auch wenn wir jetzt weniger sehen, aber sonst geht das gleich nicht mehr. Achso, ein Schwert hat er auch angelegt. Ja, gut. Es tut mir leid, es ist jetzt sehr, sehr dunkel. Hey, renn ich weg. Oh, das aber. Oh, Jesus. Oh, warte mal, ich muss erstmal kurz weg. Immerhin haben die anderen Fackeln dabei, das ist schon mal gut. So, wo ist denn hier noch einer? Ja, okay. Ich will nämlich am liebsten einen nach dem anderen erstmal rauspicken. Ja, okay, der ist Geschichte. Nice, der nächste. Komm her, du Fackelträger. Du Hundsfötte. Oder was? Nee, der war nicht. Gut. Jesus. Gut gemacht, Jungs. Wo sind jetzt. Au! Au, 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 au! Da ist noch einer. Ach so. Weil die gerade aufgehört haben. Soll das etwa alles sein? What? Ey, Jungs! Hier sind noch Leute! Hund, Fass! Ah, Verteidigung. Schatzka! Oh, okay, das war jetzt fies, ey. Ich hab gedacht, es ist vorbei, weil die aufgehört haben zu kämpfen. Stellt sich raus, nee. Da sind noch welche, die noch ein paar Pixel abbekommen möchten. So, nice, Heinrich. Stark. Au, 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 Alter. Okay, keine Chance. Keine Chance gehabt. Oh, Spiel. Das muss doch nicht sein. Sorry, konnte ich jetzt nicht wirklich was dafür. Ich hatte meine Waffen schon weggesteckt, weil ich natürlich dachte, es ist schon vorbei. Was zum? Ja, so manchmal so kleine Ungereimtheiten. Schon klar, ich hätte den Kampf jetzt auch einfach gewinnen können, aber der eine kam jetzt von hinten und hat mich so schnell weggeknüppelt, ich konnte nicht mehr reagieren. Na, auch wenn da manchmal was aufploppt, was ich machen könnte, wie zum Beispiel den Schild heben, es geht manchmal nicht, wenn der in der Animation gefangen ist. Das ist beim Zusehen, manchmal denkt man sich, hä, wieso macht er da jetzt nichts, aber manchmal geht's einfach nicht. Das ist auch so eine Sache, die ich ab und zu mal beim Kämpfen gelesen habe. Da musst du das und das machen. Ich denke mir, nee, es geht dann manchmal einfach nicht, Leute. Entweder manche Leute spielen die Spiele selber nicht und schreiben irgendeinen Müll dann. Hat nämlich in den letzten Wochen, nicht unbedingt nur hier, sondern auch bei allen anderen Spielen, die ich hier auf dem Kanal habe, immer mal wieder zugenommen mit den sinnlosen Kommentaren.
denke ich mir, nee, Leute, entweder spielt das Spiel selber oder schreibt kein Bullshit in die Kommentare. So, und ich hoffe, meine Freunde, die legen gleich ihre Waffen nicht nieder, wenn da noch Gegner sind. Deswegen dachte ich ja auch gerade, die Gegner sind alle tot. Da hat er meine Waffen weggesteckt und schon kriege ich von hinten ein paar. Da muss ich gleich drauf achten. Wenn die hier schon feiern, dass wir erstmal noch kämpfen müssen. Halt, nee, halt, Schild hier raus und Waffe. Heinrich. Herr Kuno ist tot? What? Och Mann, Spiel. Ich lass mich jetzt mal sterben, dass wir es nochmal machen. Okay, das ist ja... Leute, greift mich, macht mich bitte mal tot. Ich möchte Spiel nochmal laden. An der Stelle, wo wir gerade wieder angefangen haben. So. Kann mich jetzt mal einer von euch hauen, oder? Komm schon, ich mach noch nicht mal was. Los, schlag zu. Das war's. So. Ja, was soll ich da machen, wenn er stirbt nach einer halben Minute? Echt jetzt, das haben die alle erledigt? Och Mann. Das müsste das sein. Ich hoffe, das ist der automatische Speicherstand, der hier gerade angelegt wurde, Gott sei Dank. Okay, also das ist mega dumm. Wenn der dann einfach stirbt. Was soll ich da machen? Ja, ihm zur Seite stehen. Ja, woher soll ich denn wissen, dass der stirbt? Ja, gebt bitte dem Herrn Kuno alle Deckung. So, wo ist er? Oh Mann, ey. Ja, müssen wir jetzt so oft machen, bis der überlebt, weil sonst geht der DLC, glaube ich, gar nicht weiter. Das sah jetzt zumindest da oben so aus. Nachdem es jetzt die ganzen Quests abgebrochen hat. Es ist stockdunkel. Warum schleichen wir uns nicht einfach an und meucheln sie? Nein, wir schleichen und meucheln nicht. Wir wollen doch die Damen retten. Zum dritten Mal jetzt. Aber es wird schon klappen. Herr Kuno, bitte nicht draufgehen. Wär wirklich super. Vielleicht gehe ich einfach mal vor. Vielleicht auch nicht so clever. Immerhin. Ich hatte schon die Befürchtung nach dem ersten Tod, dass es keinen Speicherpunkt mehr gab seit Folgenbeginn. Aber immerhin, kurz vor der Schlacht, wenn ihr so wollt. Gut gepiekst, Heinrich. Das ist jetzt das Problem. Ich weiß ja jetzt überhaupt nicht, wo Herr Kuno ist. In der Schlacht jetzt hier. Den zu finden ist nicht so einfach. Die schieben sich manchmal gegenseitig weg, seht ihr das? Weg damit. Pixer. Guck mal da runter, da treffe ich dich nicht. Lieber Gott! Okay, Kuno scheint diesmal länger durchzuhalten. Immerhin, wo ist hier noch einer? Au, okay. Weg damit. Haben wir noch welche? Okay. Ja, da bin ich vorhin schon mal drauf reingefallen und dann kamen noch welche. Okay, das lief jetzt deutlich besser. Keine Ahnung, was da gerade beim zweiten Angriff schief ging, dass sie alle gestorben sind. So, ich packe auch mal mein Zeug weg. Ich würde aber gern looten. Kuno, darf ich noch looten? Ich sehe jetzt hier eh nichts.
Ich lasse die Fackel. Lasst uns die Humpen füllen. Ach so, okay. Und zwar schnell. Gut. Der Stein, der sitzt wieder außerhalb. So, ein bisschen plündern können wir doch aber. Ja, endlich. Es ist echt nicht schwer, aber ja, ging zweimal vorher ein bisschen schief. Das nehmen wir mit. Endlich mal was, was wir dann auch mal irgendwann verkaufen können. Ach, das mit. Ach, was soll's. Ich nehme es mal mit. Doch, warte. Da ist noch ein Silberring. Das wiegt alles so viel, aber Pebbles ist gerade leer, von daher können wir ruhig ein bisschen was mal mitnehmen, was auch mehr wiegt. Ja. 999,9, die Kettenbeilinge. Auch schön. Wildschweinleder? Nee. Ein bisschen was hier mitnehmen. Oh, der hat aber auch gutes Zeug angehabt hier. Halt, Groschen nicht vergessen. Ringelblumenaufguss. Polnischer Küras. Wenn ich jetzt ein bisschen viel liegen lasse, aber was so um die 10. Ja, die Waffen. Ich finde, Waffen lohnt sich manchmal nicht so wirklich. Und die gewöhnlichen Schilde auch nicht. Furchtlos. Mal gucken, was die wert sind. Der Stecher. Oh, das war da was für uns. Das ist eine Fackel, die brauchen wir nicht. Habe ich den hier schon? Nee, den haben wir noch nicht geplündert. Ja, gut. Könnte sein, dass da noch irgendwo was rumlag. Waffen, wie sieht's aus? Ah ja, furchtlos ist echt nicht schlecht, ne? Ja, doch, so viel wiegen die gar nicht. Geht schon. ...66 Stichschaden, 39 Schlag. Ja, und hier, das hat aber Schlag auch 61 und so. Also das ist schon ganz, ganz gut. So, Pebbles, tut mir leid, du musst mal wieder meinen ganzen Kram nehmen, den ich einfach nicht tragen möchte. Ja, knapp bei der Hälfte. Gut, ja, da hinten liegt bestimmt noch der ein oder andere im Gras, aber muss ich jetzt hier bei Nacht auch nicht absuchen. So, ich gesell mich mal zu euch, ist hier noch ein Plätzchen frei? Oder haben sie da den... Die haben was zum Saufen dagelassen. Und wie sagte mein Vater immer? Die Hitze der Schlacht macht durstig. Wenngleich die einzige Schlacht seines Lebens seine Ehe war. Und doch, passt es. Egal, du trinkst doch mit uns, oder? Nein, der Heinrich ist doch kein Trinker. Wir sollten das nicht tun. Was nicht tun? Na, fressen und saufen sind schließlich die Vorräte aus der Mühle. Und wo sind die Leute aus der Mühle? Scheißen sich alle irgendwo im Wald in die Hose. Überlass das Predigen den Pfaffen. Nimm dir einen Humpen und trink einfach. Oder soll ich dich zurück zu Ratzig schicken? Ja, dann sag ich dem, was du hier so machst. Wir können doch hier nicht feiern. Denk doch mal an diese armen Leute. Genau. Was ist, wenn ich ein Gelage in der Schenke bezahle? Das ist vielleicht auch nicht schlecht, oder? Ich möchte schon ein bisschen eigentlich an seinen Verstand appellieren hiermit. Das sollte klappen, weil wir da fast den doppelten Wert haben. Da muss ich kein Geld ausgeben. Herrgott nochmal, Kuno, sind dir diese armen Leute denn egal?
Erst werden sie von Halunken überfallen, die die Hälfte ihrer Vorräte plündern. Und dann nehmen ihre Retter noch den Rest? Diese Leute sind mir nicht egal. Ich bin mir sicher, dass sie sehr dankbar sind. Und mit diesem Fest vergelten sie es uns. Ja, ich bin mir sicher, sie sind so unglaublich dankbar, dass sie liebend gerne auf ihre Wintervorräte verzichten. Heinrich, du elender Miesepeter. Ich will euch nichts vermiesen, aber... Aber wir müssen an diese armen Leute denken. Gut, wir trinken noch schnell aus und dann brechen wir auf. Gut. Ja, doch funktioniert. So, also es wäre cool, wenn wir nicht noch mal eine Quest bei Nacht hätten, wo wir kämpfen müssen. Gut, dass die Gegner Fackeln in der Hand hatten. Ach, guck mal, hier liegt noch einer. Ist auch gut, dass keiner von uns drauf gegangen ist beim dritten Mal. Doch noch mehr hier hinten. Guck an. Gut, dass wir nochmal nachgeschaut haben. Gott, das Zeug kriege ich niemals alles los, ey. Aber hier waren wir doch, oder? Die Ringelblumen aufgüsse und die Dietriche könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Das ist mir zu schwer. Na gut. Wo sind sie denn jetzt hin? Achso, das war's schon wieder. Wir müssen wieder runter. Oh, das ist aber gemein. Ich dachte gerade, wir können wieder zurückreiten, alle zusammen. Okay, dann... Ja, würde ich sagen, nach Uschitze. Und da hier oben im Eck. Wer weiß, was da noch ist. Halt. Nee, war schon richtig hier lang, ne? Einfach. Beziehungsweise eher hier lang. Okay. Ja! In den Süden. Ich hätte vielleicht auch da oben jetzt irgendwo mich einfach hinlegen sollen. Na stimmt, ich komme auch nicht mehr ins Gasthaus in Uschitze rein. Aber endlich mal wieder in Uschitze. Hier haben wir lange nicht gewürfelt. Sogar noch jemand. Ach so. War Bock auf eine Runde würfeln? Nee. Ja, hier der Gastwirt, der ist auch nicht mehr da. Dann mache ich es mir hier mal bequem. So. Was ist los? Es geht nicht, wenn ich knie. Ich lasse mal die Zeit vergehen, dass wieder Tag wird. Muss jetzt hier nicht bei Nacht noch länger durch die Gegend rennen.
So, na wunderbar. Moin. Jemand am Würfeltisch? Nee. Bei Regen hat da auch keiner von denen Bock drauf. Okay. Komm, Pebbles, wir machen uns mal auf den Weg. Wir haben in Uschütze haben wir auch noch ein paar Quests. Aber wir machen erstmal den DLC fertig. Mit Kuno. Ja, ist ein bisschen schade, dass wir nicht. Also ich hätte auch nichts dagegen, den ganzen Weg mit denen zu reiten, während die sich vielleicht unterhalten, aber das wäre den Entwicklern vielleicht ein bisschen zu viel Aufwand gewesen oder so. Das ist ja schon einiges an Minuten, die man dann zusammen reiten würde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann einfach überspringt, dass man dann die jetzt gerade zu diesem Gehöft da hoch teleportiert wird, weil auf dem Weg vielleicht sonst was passieren könnte. Und bevor der Kuno unterwegs wieder irgendwie stirbt, also das war echt, bei dem zweiten Versuch, als der dann nach ein paar Sekunden direkt tot war, was sollst du denn da machen? Ich hätte gedacht, dass der sowieso bei den Quests ja erstmal unverwundbar ist oder so. Aber kann tatsächlich drauf gehen. Hätte ich nicht gedacht. So, den Weg kennen wir hier. Hier sind wir damals auch den Weg abgelaufen, als wir dieses eine Pferd gesucht haben, was dann von dem Köhler geklaut wurde. Da haben wir dann dem Köhler mit freundlichen Worten und einigen Schwerthieben ihm zu verstehen gegeben, dass das nicht in Ordnung war. So, Pebbles Ausdauer regenerieren lassen. Ist das dann Lagerfeuer? Ach nee, das sah gerade aus, als ob hier so Feuerholz irgendwie aufeinander gestapelt ist. Zu so einem kleinen Lagerfeuer, aber es war nur ein Baumstumpf. Wir könnten jetzt aber bei... Ach nee, hatten wir ja schon gemacht. Stimmt. Den hatten wir in der letzten Folge noch angetroffen, den Bernhard. Eigentlich fast egal, ne? Ich reite erstmal hier lang und dann da unten darüber. Ja. So, und hier jetzt rechts rum, genau. Wir haben aber auch lange kein Banditengrüppchen mehr gesehen, die ja manchmal dann auch zufällig hier auf den Straßen auftauchen. Die einem an die Groschen wollen. Aber vielleicht sehen sie uns auch anreiten kommen in unsere dunkel pechschwarzen Rüstung und denken sich, um Gottes Willen, Leute, bleibt bloß in eurem Versteck. Der macht uns fertig. Heinrich der Piekser. So. Jetzt davon zufällig rechts lang. Ja, aber nicht so wie gedacht. Ja, wieder zurück. Weil hier vorne kommen wir jetzt bei dieser einen Scheune raus. Ah ja, und davor geht's aber rechts lang. Okay. Hier. Das ist doch jetzt der Weg. Genau, da geht's darüber und dann kommen wir da über Ledetschko nach unten. Ja. Ledetschko habt ihr mir gesagt, gibt's auch noch eine Quest, die ich nochmal irgendwie annehmen sollte, bevor wir ins Kloster gehen. Weil die wohl dann im Kloster mündet. Und wenn wir da sowieso für die Hauptquest hin müssen, machen wir das vorher dann irgendwann mal. Ja, vielleicht hat der Rüstmeister
Nicht die anderen, die sind mir egal. Vielleicht hat der auch wieder Geld. Ja, schon klar, dass ich auch bei dem Schneider Sachen verkaufen könnte, aber der gibt bei weitem nicht so viel Geld wie der Rüstmeister. Oder halt der Waffenschmied mir für die Waffen gibt. Im Vergleich zu dem, ist mir jetzt egal, ich reite jetzt hier quer durch. Oder der normale Händler, der ja auch alles kauft. Ist genauso die Müller, bei denen ich auch Sachen verkaufen kann. Auch die geben nicht annähernd so viel Geld. Deswegen verkaufe ich es da nicht. Ist ja nicht so, als ob ich das schon tausendmal probiert hätte im Spiel. Ich denke mir dann immer, dann schalten Leute irgendwie mal rein, sehen eine Folge und schreiben dann halt so einen Mist, als ob ich selber noch nicht probiert hätte. Oder halt von euch schon die Tipps kamen über Folgen hinweg. Das nervt mich. Das versaut mir manchmal richtig den Tag, wenn ich so einen dummen Troll-Kommentar lese und da einfach nur rumgehatet wird. Ja? Auch wenn das vielleicht manchmal nicht so gemeint ist, aber wie es manchmal dann geschrieben ist, das liest sich mal oft so herablassend dann einfach. Da denke ich mir, nee, das muss jetzt hier nicht sein. Was soll denn der Scheiß? Ne? Einfach normal schreiben. Ohne das irgendwie von oben herabzusehen. Ja. Und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber so wie einer nur noch Bullshit schreibt, lösche ich einfach weg. Habe ich keinen Bock drauf. Das gibt's hier nicht mehr. Habe ich schon öfter gesagt, auch bei anderen Spielen. Das muss ich mir nicht antun. Andere müssen so einen Mist auch nicht lesen. Geht gar nicht. Im echten Leben wird das kein Mensch machen bei jemand anderem. Irgendjemand so einen Blödsinn an den Kopf zu werfen im Internet. Denken sie, die Halbstarken, die können ja machen, was sie wollen. Nichts ist. Gibt's nicht mit dem Heinrich, dem Piekser. So, jetzt sind wir aber wieder auf dem richtigen Weg. Mal schauen, ob Stepan... Na, wobei, Stepan sollte jetzt den Ring haben. Durch den Schlaftrunk. Wo ist er denn? Unsere Bande, die ist doch hier oben. Müsste doch links ihr Lager haben, oder? Das müsste doch jeden Moment kommen. Halt, das ist Feld. Hier. Huch. Ja. So, hier sind sie wieder. Oh, okay. Ja. Immerhin, Spiel gespeichert. Kurz erschrocken, ich dachte, Spiel crasht. Stürzt ab. Begib dich auf deine dritte Patrouille. Ja, die dritte Patrouille, die bringt Glück, habe ich gehört. Wir schauen aber doch noch mal ganz, ganz fix nach Ratai, ob da eventuell heute wieder der Geldtransporter vorbeikam. Da würde ich mich freuen, da könnten wir zumindest das, was wir heute eingesammelt haben, verkaufen. Nicht das, was noch in der Truhe liegt von irgendwie zwei anderen Plündertouren, aber immerhin ein bisschen. Ich hoffe, die belasten das mit dem Pferdereiten im zweiten Teil so. Weil ich finde das sehr gut gemacht. Du kannst halt normal laufen. Das ist so einen leichteren Trab oder wie es heißt. Und dann hier noch Galopp, ne? Finde ich eigentlich ganz cool, dass du da drei verschiedene Geschwindigkeitsmodi hast. Vielleicht gibt es auch ein paar mehr Pferderennen im zweiten Teil. Das eine haben wir ja souverän gelöst. Dank DRS und einem guten Unterboden. Könnten wir dann... Achtung! Auf den letzten Metern dann noch gut auf den ersten Platz vorpreschen. Ja. Damals beim Pferderennen für Herrn Divisch. Da ging es um die Pferde, die gekauft werden sollten von der Pferdefrau aus Frisches Neuhof. Kommt und schlagt zu. So. Hey, na, ich bin's wieder. Ich wollte mal höflich nachfragen. Haben Sie wieder Geld, Herr Rüstmeister? Ich hoffe, ich kann dir von... Ja, das hoffe ich auch. Mach's gut. Ja, 7.800. Okay, geil. Mega gut, ey. Warte mal, dann nehme ich direkt mal alles, was unser Pebbles noch dabei hat.
So. So, mal schauen, wie viel jetzt hier rauskommt. ...3.400. Da könnten wir tatsächlich... Ein bisschen kriegen wir auf jeden Fall noch mehr raus. Lass uns über den Preis... Nun. Oh. Uiuiuiui. 4.000? Ist das genug? Geht das? Schon best. Bisschen noch, ja, okay. Ich nähere mich mal auf die Hälfte an. 3.800, komm. In Ordnung. Komm, ich bin mal nicht so. Ja, da könnten wir tatsächlich noch... Ich lass mal die Tür offen, ich komme gleich wieder nochmal mit so einem ganzen Bollerwagen voller Loot. Bietet alles zu einem Teig, backt ihn zu Brot und die ganze Familie wird satt. So. Und Schwerter und so haben wir auch noch, die können wir dann gleich hier noch verkaufen. Aber wir holen uns nochmal schnell unser Zeug aus unserer Kiste. Okay, super. Dann werden wir das Zeug noch los. Alles vielleicht nicht, der hat jetzt, wie viel Geld hat er jetzt noch? 4.000 oder so? Ja, schon geil, knapp 8.000 Groschen hat er jetzt schon. Mega gut, ey. Vielleicht gibt es auch ein Maximum, was der an Groschen haben kann zum Verkauf. Vielleicht 10.000 oder so. Ich glaube nicht, dass man das bis ins Unendliche treiben kann. Aber da haben wir viel schönes Geld, was wir in unser eigenem Dörfchen mal wieder einsetzen könnten. Mal wieder ein, zwei Gebäude bauen. Aber da müssen wir erstmal wieder hin. Aber das machen wir nach der DLC-Reihe mit der Bande. Das kommt dann alles danach. So. Das nehmen wir mit. Achso, die Bögen müsste ich woanders verkaufen, glaube ich. Streitkolben des Vogts. Ja, egal, ich will keinen Streitkolben. Egal. Die 1400 Jagdpfeile. So, yay. Hier könnte ich doch direkt alles nehmen machen, oder? Ist hier irgendwas drin, was... bin mir nicht sicher. Achso, ich werde gleich vermutlich so viel wiegen. Mal gucken, was Pebbles gleich tragen kann. Wir sind jetzt relativ voll. Kann Heinrich überhaupt noch laufen? Ja, geht sogar. Wir essen mal was. Nach so einer Shopping-Tour, da bin ich immer so hungrig. Halt. Fuck, jetzt habe ich irgendwas ausgerüstet. So ein Scheiß. Ah, das wollte ich nicht. Was habe ich denn jetzt? Achso, Handschuhe habe ich irgendwie ausgerüstet. Moment. Die sind auf jeden Fall besser, aber ich glaube, das sind nicht die, die ich vorher ausgerüstet hatte, oder? Warte mal, jetzt muss ich mal kurz durchgucken. Habe ich irgendwelche Handschuhe? Nee, die sind... Ah, nee, okay, nee, dann haut's hin, dann waren das die. Gut. Okay, Pferd kann ich mehr tragen, aber es dürfte uns noch tragen können, hoffe ich. Aber das Gesicht waschen nach der letzten Nacht. Ja, Pebbles, einmal noch, dann ja. Sind wir das Zeug erstmal wieder los. Nice. Hätten wir genug Geld für eine Woche Badehaus am Stück. Also mit allem drum und dran. Wir können auch Theresa diesmal mitnehmen. Urlaub zu zweit im örtlichen Badehaus 100 Meter weiter. All inclusive. Als Pärchen. Therapie oder was. Keine Ahnung. Freut sie sich bestimmt, wenn sie mal mitkommen darf, oder? Ja. So. Kriegt er erstmal seine Waffen?
Hey, ich habe gehört, es gab Geld in der Stadt. Zu deinen... 2400. Es ist schon eher so der arme Schlucker hier. Den Schild hebe ich mir auf. Weg damit, will ich nicht. Egal. Das ist unseres. Auch weg damit. Lass uns über. Da geht doch mehr, oder? Sag mal her. Ist das genug? Wir kommen der. In Ordnung. Danke. So, und die Bögen müssten wir oben beim Ernie verkaufen. Huhu, ich bin's wieder. Na? Ich brauche noch mal ein bisschen Geld. Achso, er hat auch noch. Achso, das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Dass er auch noch die anderen. Waffen dabei hat. Hier ist mein Zeug. Ich kipp das mal vor ihrem Laden ab, müssen sich dann selber sortieren. Der hat bald so einen Schrotthandel wie die Ludolfs. Einfach so ein riesiges Hintergehöft, wo alles gestapelt ist. Nach Oberteile, nach hier Schulterplatten und was nicht alles. Kann auch sein, dass ich vielleicht schon die leise Treter alle verkauft habe oder einmal. Ne, da sind sie sogar noch. Okay, alles kriege ich vielleicht gar nicht los, sehe ich gerade. Ich versuche mal den Kleinkram so ein bisschen zu verkaufen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich so auf 3700 komme, dann kann ich den Rest rausfeilschen. Lass uns über den... Ja, das... Gut, 19.000 haben wir. Er hat leider haben sie schon wieder kein Geld. Das gibt's doch nicht. Das gibt eine Beschwerde bei. Da schreibe ich auch einen frechen Kommentar auf ihre Google-Bewertung. Kann ich in Rüstung abkippen? Ja, ist ja gut, Köder. Pass mal auf hier. Wir können es uns leisten. So ist. Und noch was Schönes zu futtern. Lecker, lecker. So, die anderen Waffen noch von Pebbles. Ich bin's nochmal, ich hab was vergessen. Hier. Alles gut. Den Scheißdolch könnte ich eigentlich auch loswerden. Ich brauch den nicht mehr, denke ich. Nehmen die Waffen sowieso nicht. Auch wenn jetzt vielleicht der eine oder andere sagt, ja, die Waffen sind cool oder probier mal. Nee, will ich nicht. Bleib bei unserem Schwert. Was sagst du? Wir kommen der Sache. Endlich eine. Danke. Halt. 19.000. Ah, schade. Dachte, wir kommen auf 20.000. Aber wir gehen nochmal hoch zum Wildhüter Ernü. Und da können wir noch ein paar Bögen verkaufen. Dann können wir die dritte Patrouille dann in der nächsten Folge schon machen. Ich weiß nicht, wie viele Patrouillen das sind. Also bis wir den Hagen gefunden haben. Anü. Gott segne dich. Mach's gut.
Den hatte ich doch immer an, oder? Warum hat er jetzt meinen Bogen nicht mehr ausgerüstet? Hat er den durch irgendwas anderes abgelegt, ja? Okay. Na gut, dann sind es nur die beiden Sachen. Da falsche ich jetzt mal nicht bei dem bisschen. So, den legen wir wieder an, so einen Bogen. Wo geht's hier raus? Da. So, Pebbles, dann gebe ich dir den Rest erstmal wieder zurück. Weil ich schlepp das Zeug nicht. Du wolltest es haben, dann musst du es auch wieder nehmen. Moment, warum wiegen wir noch so viel? 160 noch? Ach, hier habe ich ja auch noch einige Sachen. Aber das ist ja alles nicht so schwer, oder? Das Wildschweinleder, ja gut. Schaufel, na gut, das wiegt schon 4. Berans Becher, ja stimmt. Okay, die ganzen Kelche. Die könnte ich beim Händler verkaufen. Die muss ich ja nicht an Rüstungsschmied oder so, die will er ja gar nicht haben. Aber die Kelche, die könnte ich vermutlich am ehesten bei dem normalen Händler hier verkloppen. Das ist egal. So, und das Leder hätten wir eigentlich auch da oben verkaufen können beim Wildhüter. Habe ich jetzt aber zu spät gesehen. Na, immer noch zufrieden mit eurer Köchin? Gott schütze dich. Ja, pass mal auf, wer hier wen schützt. Silberkelche, weg damit. Braucht kein Mensch. Sechs Kommunionskelche. Nee, Berans Becher nicht. Ach so, der hat gar nicht so viel. Ach ja, dann ist mir auch egal. Dann gibt's halt keinen Handel. Schönen Tag noch. Oh, immer diese armen Schlucker, also ehrlich. Oh. Hast du das gesehen, Pebbles? Er hat kaum Geld. Na gut. Ich habe alles. Ja, dann können wir direkt beim nächsten Mal wieder zum Lager und dort weitermachen. Reiten wir jetzt noch hin? Können wir eigentlich machen, oder? Dann können wir direkt in der nächsten Folge loslegen mit der dritten Patrouille. Und müssen nicht erst dahin laufen oder hinreiten. Wobei wir das heute auch gemacht haben. Huch! Halt! Das war einmal falsch abgebogen. Entschuldigung, Theresa, ich bin leider komplett falsch abgebogen. Es ist ihr bestimmt selber schon aufgefallen. Eieiei. Ja, vielleicht, überlegt mal, vielleicht heiraten die beiden im zweiten Teil. Ich weiß nicht, was jetzt hier noch kommt im ersten, aber ich glaube, bei Heinrich und Theresa kommt da nicht mehr so viel. Vielleicht eine Hochzeit im zweiten Teil? Und Kinder? Vielleicht gibt es ja auch ein paar mehr Optionen im Badehaus dann mal. Vielleicht. Ja. So, da oben ist das Lager. Gut. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und bleibt freundlich in den Kommentaren. Danke. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, wann wir auf diesen Hagen treffen. Ja, macht's gut. Schönen Wochenstart morgen und bis zum nächsten Mal. Ciao.